verehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich Neurologie, liebe Freunde von nah und fern, in einer Zeit, in der alle Welt auf die Kosten der explodierenden Mediziner, was? Auf die explodierenden Kosten der Medizin schaut, wo uns alle Tagen der Spardruck drückt, Schuh drückt, ist ein bisschen viel Druck. Und sagen Sie dem Metzger, er soll seine Kunstfehler für die Chirurgie aufheben. Die Weihnachtsgans nehmen wir selber auseinander. Morgen, Dr. Loy. Ich bin beschäftigt, Kollege Vögeli. Sind wir das nicht alle? In 14 Tagen ist Weihnachten und wir haben noch nicht einmal mit der Probe für unser Theaterstück angefangen. Hat übrigens Schwester Karin Kostüm für mich gebracht. Excuse, ich will jetzt gerne meine Rede noch mal durchnehmen. Machen Sie das ja, das haben mich für Patienten. Nein, meine Ansprache am Kongress heute Morgen. Ja, so die. Das sind sie ja. Könnten Sie sich vielleicht vorstellen, Kollege Vögeli, dass meine Kolleginnen und Kollegen von der Neurologie von Japan bis Island nicht da angekommen sind, um ihre Theaterkostüme zu bewundern, sondern zu meiner Rede zu hören? Ich könnte mir vorstellen, dass die gekommen sind, um eine Woche lang auf Kosten von unserem Sozialsystem in einem 4-Sterne-Hotel zu logieren. Spass, Vögeli, hm? Das ist aber schön. Wann ist der grosse Auftritt? Um 12 Uhr. Noch eine Stunde und 3 Minuten bis High Noon. Viel Glück. Danke. Ein kleiner Fisch. Ja! 200 Neurologen im Saal werden genug Beruhigungsmittel bei sich haben. Und darum schauen wir, dass wir uns immer mehr Vermögen schaffen. Immer mehr menschliches Einfühlungsvermögen verschaffen. Leo, ich bin untröstlich. Ich muss entschuldigen, aber ich muss dich schnell belästigen. Ja, Rosmarie, Goldschatz. Hm? Sag mal, hast du mir Münze für Parkour? Ich will jetzt meine Rede gerne mal durchnehmen. Munkeli, ich stehe mit meinem Auto zumindest auf dem Tramgleis. Ah, guten Morgen, Dr. Vögeli. Morgen, Frau Doktor. Sind Sie wegen dem Kongress gekommen? Na ja, ich darf doch den grossen Tag von meinem Mann nicht verpassen. Der grosse Tag von deinem Mann wird ganz ein grosses Fiasko, wenn ich meine Rede nicht kann. Ja, aber Munkeli, gestern Abend hast du ja noch rückwärts können. Eine Rede von rückwärts? Wäre mal etwas Neues? Wenn Sie etwas für unsere Weihnachtsfeier spenden, können Sie ein gutes Leben. Ja, ich habe leider kein Geld bei mir. Sind mit Stern, sind ganz prima. Schwester Doris aus der Urologie hat es gemacht. Vögeli, haben Sie Münze zum Parkieren? Ein Stutz lange das? Das lange vorig. Wenn ich mich nicht endlich konzentrieren kann, ist meine Rede fertig, bevor sie angefangen hat. Danke vielmals. Wie mag ich denn es denn zurück? Also dann, Munkeli, wenn ich dich vorher nicht mehr sehe, viel, viel Glück, gell? Danke. Du machst das sicher hervorragend. Ja, ja. Du weißt, was auf dem Spiel steht? Ja, ja. Ja, bist du nervös? Ja! Ich glaube, deine 200 Kollegen wären glücklicher, wenn du in ein Theaterstück springen würdest, statt deine Rede. Das glaube ich auch. Und darum bitte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich stets den hippokratischen Eid in Erinnerung zu rufen. Sehr schön. Was gibt's? Eine Novelle viel Glück wünschen. Danke, Kollege Blättler. Grossen Tag heute. Ja. Nervös? Ja! Kollege Vögeli meint, mit 200 Neurologen im Saal habe ich ja keinen Mangel an Tranquilizer. Wollen Sie eine Tablette? Meine Ruhe wollte ich jetzt endlich mal haben, damit ich meine Redner mal durchnehmen kann. Frau Deckel. Und darum bitte ich Sie noch einmal. Ja, so, der wollte ich nicht weiter stören. Danke. Bald. Probier mal ins Kostüm. Sich an den hippokratischen Eid zu erinnern. Erinnern. Haben Sie die ganze Rede auswendig gelernt? Ja, ich kann die Sätze, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Hast du mir die ersten Ziele vom Kollegen Vögeli im Weihnachtsspiel auswendig zu lernen? Spielen einen Landstreicher, stimmt's, Viktor? Genau. Ich habe die Rolle auf den Leib geschrieben. Ich komme also zum Gebüsch aus und sage zur Oberschwester Gertrud, wo die Hauptrolle spielt. Bitte! Nein, ich sage nicht bitte. Ich sage vorne Hui und hinten Pfui. Meinst du, dass die Leute über das lachen? Die Geissen! Ah ja, ich verstehe nicht, warum. Ich geisse jetzt dann auch! Soll ich Ihnen einen Tee machen? Nein, danke! Darum bitte ich Sie, liebe Dr. Kolleginnen und Kollegen, könnten Sie nicht gleich den Klaus spielen? Die Patienten hätten sicher Freude. Die würden geissen!
Fahren Sie mal ab mit den Lümpen, sofort. Und in unserem Theaterstück machen Sie auch nicht mit. Sie müssen keinen Text lernen. Sie können den Leich spielen. Haben Sie mir diese Rollen auch auf den Leib geschrieben? Nein. Ich hatte zuerst gemeint, wir könnten den echten Leich aus der Pathologie auslehnen. Aber der Dr. Tobler hat null Sinn für Humor. Excuse me, meine Herren. Ja, sagst mir von innen und außen wie eine Magenbombe. Wir sind aber heute in Zürmlige Sammichlaus. Das ist immer noch das erste Zimmer, Schwester Gertrud. Bitte, ich wollte nur eine Abkürzung nehmen. Schon gut, Schwester, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Das habe ich auch nicht vorgehabt. Ist das jemand, der wir behandelt haben? Nein, Geschenke für die Patienten. Schön, gell, Sie? Es hat Schokoherzchen drin, die müssen wir bis an der Weihnacht kühl aufbewahren. Bring sie in die Leichenhalle. Vergessen Sie bitte nicht, dass wir mit der Probe anfangen. Für das habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Aber vielleicht könnten Sie mir die Bedeutung von dem Satz erklären, vorne ui und hinten vorne. Ich hoffe nur, ich muss nicht Ihre zweideutig weiter erklären. Jetzt gehen Sie endlich einmal an Ihre Probe, Vögelin. Jägerli, nein, ja, sind wir wieder mal kratzbürstig heute. Ich bin eine Kratzbürstig? Nein, ich bin nervös. Dr. Neu. Dr. Neu. Ja, hallo? Da, am Mann. Herr Regierungsrat, sind Sie schon da? Ich warte da ohne bereits eine Viertelstunde auf Sie, Herr Doktor. Sie wissen vielleicht, Herr Dr. Leu, dass Sie dieses Jahr als Redner nicht unbedingt in der ersten Wahl gestanden sind. Ich habe gerüchteweise davon gehört, ja, dass ich nicht zuoberst auf der Liste gestanden bin. Zuunterst sind Sie gestanden. Und ich will Sie nicht enttäuschen, Herr Regierungsrat. Sonst können Sie Ihre Beförderung zum Klinikdirektor ins Chemie schreiben. Kommen Sie endlich da runter. Ich warte noch 5 Minuten. 5 Minuten, Herr Regierungsrat. Ich finde das sehr freundlich, Herr Regierungsrat. Danke, Herr Regierungsrat. Auf bald, Herr Regierungsrat. Süßholzraspe, Herr Leu. Die Ansprache ist Ihr entscheidender Schritt zur Beförderung zum Klinikdirektor. Ja, natürlich. Das habe ich gar nicht gedacht. Sieht man beim EKG auch, wenn einer lügt? Leider muss ich mich kurz fassen. Darum möchte ich... Ja, was möchte ich denn? Zum Schluss kommen. Und Ihnen allen meinen ganz persönlichen Dank. Entschuldigung. Aussprechen, ja, was geht's jetzt wieder? Excuse me, nicht heute. Das ist das Ärztezimmer. Ich weiß. Wieso? Ich wollte mit noch reden, Herr Dr. Leu. Dann lassen Sie sich unten am Empfang bei der Schwester einen Termin geben. Ich weiß. Wer ich? Rita. Rita. Rita Kuster. Schwester Rita. Nein. Es ist schon lange her. Über 18 Jahre. Und sie sieht nicht einen Tag älter aus. Darum hat er mich auch sofort wieder kennt. Also nicht wesentlich mehr als einen Tag. Ja, ja. Sie sind immer die Hübscheste auf der Station. Und die Tüchtigste. Ihr seid mir auch immer so entgegengekommen. Aber nur innen. Mit ein paar Ausnahmen. Rita, Frau Kuster, ich bin ein glücklich verheirateter Mann. Herr Dr. Leu, ihr seid schon vor 18 Jahren glücklich verheirateter Mann gewesen. Das stimmt und ich bin immer noch. Abgesehen davon sind Sie damals auch nicht immer ganz abweisend gewesen. Jugendsünde. Mögen Sie sich noch besinnen, wie wir im Waschraum zusammen auf dem Boden rumtrollen sind? Ja, das ist jetzt aber sehr nett, Sie nach so langer Zeit endlich wieder mal zu sehen. Darf ich absitzen? Nein. Danke. Ja, ganz weich neu. Hören Sie, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit. Also ich muss eine Rede halten im Neurologenkongress. Ich hätte es schon vor 18 Jahren sollen sagen. Was? Ich habe mich eigentlich nie gewundert, dass ich das Spital so plötzlich verloren habe, ohne Adieu zu sagen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Sie einfach mal eines Tages nicht mehr da gewesen sind. Ich habe etwas erwartet. Aber sicher keine Beförderung. Nein, ein Kind. Das ist jetzt ein herziges Kind. Von euch? Ah ja. Hui, warte. Wir haben ein Kind. Das hat ausgerechnet einer Krankenschwester müssen passieren. Ja, für den Arzt ist das auch nicht gerade eine Glanzleistung. Haben Sie mich gegen, wenn ich jetzt absitze? Bitte. Jetzt habe ich eigentlich nicht. Das Kind. In 5 Minuten muss ich bei mir regieren, gesagt, Thomas sein. Meine Frau kann auch jeden Augenblick wieder da sein. Meine Rick kann ich auch noch nicht auswendig. Ja, Moment, das Kind muss nicht unbedingt von mir sein. Ist es aber, es hat es niemand gegeben. Ich habe damals nichts gesagt, wo ich euer Leben nicht durcheinander bringen. Ja, meinen Sie, jetzt bringen Sie es nicht mehr durcheinander? Ich mache es nur wegen Felix. Felix? Das ist eben unser Sohn. Hast du das Bübli? Das Bübli ist unterdessen ein ziemlich grosser Bub geworden, 1,84. Ja, wenn er mir nachschlägt.
Ich habe Felix aber immer gesagt, dass er Kuster heisst. Und dass sein Vater gestorben ist vor 17 Jahren, als er noch ein kleines Bubli war. Sehr gut. Abgestürzt auf einer Bergtour im Himalaya. Sehr gut. Ich denke, es wäre schön für Felix, wenn er von seinem Vater das Bild von einem romantischen Held hat. Sehr gut. Gestern hat er jetzt aber seinen 18. Geburtstag gehabt und hatte das Gefühl, er hätte das Recht, die Wahrheit über seinen Vater zu erfahren. Sehr gut. Ja, was hat sie denn gesagt? Ich habe ihm einfach gesagt, dass ich hier in dieser Klinik aus Lehrschwester ein Verhältnis mit einem verheirateten Arzt hatte. Ja, aber mein Name haben Sie ihm nicht gesagt? Nein, sicher nicht. Aber heute Morgen... Oh, da im Keller ist ihre graue Haftverfassung. Sie haben ihn wirklich noch nie so gesehen. Ich habe ihm eine Pille gegeben und nicht einschlafen. Die hat aber nichts genützt, darauf hat er die ganze Flasche Champagner ausgetrunken. Champagner? Und eine halbe Flasche Pflümli. Und Pflümli? Und Billen. Und Billen? Die hätten sie vor 18 Jahren müssen reden, aber das Theater nicht. Der Felix ist total hysterisch und brüllt. Darum hat er sie schon. Ich? Ja, mich hocken gelassen und ihn ohne Vater. Ich wollte ja, dass er im Bett bleibt, aber er wollte uns verraten nicht verraten. Er musste an die Fahrprüfung gehen. Macht denn der schon Fahrprüfung? Mit 18. Aber er hat gesagt, vorher können wir noch hier ins Spital herausfinden, wer sein Vater ist. Was? Ich konnte nicht aufhalten, er ist ins Auto gekommen und davon gefahren. So ein Strick! Und ich gebe einem Taxi hinten rein und jetzt ist er unten am Empfang. Am Empfang? Hätte er das nicht verstehen? Nein. Bis gestern hat Felix gemeint, sein Vater liegt in einem Gletscherspalt irgendwo im Himalaya. Und jetzt lebt er für ihn seit Fleisch und Blut, seit Arzt hier in dieser Klinik. Oh nein, kann sein, dass ich lebe, aber da bin ich nicht. In einer Viertelstunde bin ich drinnen im Konferenzsaal und halte eine Ansprache. Redet nur 5 Minuten mit ihm. In 5 Minuten rede ich mit dem Regierungsrat Amann. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Ich probiere am Nachmittag schnell anzuleiten. Nein, das geht nicht. Es ist im Augenblick das Einzige, was geht. Bitte. Nehmen Sie Ihren Felix wieder mit. Das geht eben nicht. Der Polizist, der ihn verwünscht hat, ist bei ihm. Was für ein Polizist? Ja, der, der ihn angehalten hat wegen Alkohol im Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitung und Fahren ohne Fahrausweis. Und das ist alles? Und Beamtenbeleidigung. Auch das noch. Herr Dr. Neu. Auch den noch. Der Amann wird langsam nervös im Büro. Ja, was meinen Sie, wie ich langsam nervös wird? Wir fangen dann gerade mit der Theaterprobe an. Vorne Hui und hinten Pfui. Die Oberschwester hat mir den Witz erklärt. Nein, das gibt's aber nicht. Das ist doch die Schwester Rita. Ja, natürlich ist das die Schwester Rita. Ganz richtig, Herr. Blättler. Dr. Blättler, mein Assistent. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr euch kennt. Doch, ich habe mir immer wieder sie mal Patient gesehen. Richtig, kann man da den Blindarm rausnehmen. Und Sie sind die Schwester Rita. Schön, Sie wieder einmal zu sehen. Wissen Sie, die einzig hübsch Krankenschwester auf der Station vergisst mich nie. Ein Patient, der ihm so anhimmelt, auch nicht. So, das lange, jetzt haben wir uns wieder mal gesehen, jetzt gehen wir an die Arbeit. Sie sehen immer noch gut aus, Schwester Rita. Ist das jetzt nicht eine überraschende Weihnachtsüberraschung? Wohl, mich hat sie jetzt auch gerade überrascht. Wunderbar. Und ihr seid unterdessen Arzt da? Spezialarzt. Hirnforschung. Er forscht, wo sein Hirn geblieben ist. Wie lange ist das jetzt her, dass ich da gelegen bin? 18 Jahre. 18 Jahre. Und 9 Monate. Was hat sie da nicht geführt? Die Schwester Rita hat uns schnell eine schöne Weihnacht wünschen. Aber leider muss sie jetzt gerade sofort wieder gehen. Vergessen Sie nicht, unten am Empfang Ihr kleines Hündchen mitzunehmen. Ich habe auch gerne Hunde. Es wartet sicher ganz ungeduldig aufs Frauen. Aber Sie haben doch sicher noch schnell Zeit, um mit uns auf die Festtage anzustoßen. Ein kleines Schlückchen. Sie trinken nicht? Sagen Sie nicht nein. Die Schwester Rita hat früher bei diversen Gelegenheiten nicht nein gesagt, das bereut sie heute noch. Haben Sie einen lieben Mann gefunden? Hat sie. Das habe ich schon gedacht. Was macht er beruflich? Er ist gestorben. Oh je, das tut mir leid. Ja, jetzt hat sie mir es gerade erzählt. Er ist abgestürzt. Ein tragischer Unfall im Himalaya. Das ist erschrecklich. Wann ist das passiert? Ja, schon langsam her. Trotzdem haben Sie Kinder? Hat sie nicht. Nein, kein Kind, kein Mann, keine Familie, kein gar nichts. Es verpfuscht das Leben. Wir sind Tränen gekommen, wo sie es mir erzählt hat.
Aber das tut mir leid. Dr. Blättler, Sie kommen spät an Ihre Probe. Lassen Sie sich den Vortrag vom Herrn Dr. Loya. Ja, ich habe gerade gedacht, das wäre eine wunderbare Gelegenheit. Ja, und dann ist Ihnen eingefallen, dass sie gar nicht kann. Sie ist nämlich sehr pressiert. Genau so wie Sie, Kollege Blättler. Und jetzt gehen Sie endlich mal an Ihre Theaterprobe. Also, auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer bitte. 355-0207. 355-0207. Was ist mit dem Felix? Rufen Sie ihn an. Und mit dem Polizist? Wir rufen ihn dann auch an. Was weiss der überhaupt bis jetzt? Von euch gar nichts. Der Felix hat ihm nur gesagt, dass sein Vater hier im Spital Arzt ist. Gut. Ja, der Polizist hat gesagt, es interessiert ihn überhaupt nicht, wer sein Vater sei. Er müsse mitkommen auf den Posten. Sehr gut. Der Felix hat aber protestiert und hat gesagt, er habe das Recht, dass sein Vater ihn begleitet. Weniger gut. Der Bub kommt doch in Schwierigkeiten. Und ich erst. Alles wegen dem Felix. Felix, ja, wegen dem Felix. Ja, Frau Felix, das wäre es dann, Frau Felix. Danke vielmals. Es hat mich jetzt wirklich gefreut, Sie kennenzulernen, Frau Felix. Ja, hallo, Goldschatz. Rosmarie. Das ist meine Frau. Das ist Frau Felix. Frau Felix. Frau Felix. Schön, dass du jetzt wieder da bist, Goldschatz. Was hast du gemacht die ganze Zeit? Ja, einen Parkplatz gesucht. Das ist ja grossartig. Komm, such mal allein. Also, Muckeli. Muckeli, ich glaube, du bist heute ein bisschen verwirrt, gell? Überhaupt nicht. Nein, und bis so gut sagt man nicht Muckeli vor fremden Leuten. Aha. Ja. Gehören Sie nicht zum Personal, Frau Felix? Nein, nein, Frau Felix macht einen Besuch. Ja, Frau Felix besucht ihren Mann, den Herr... Felix! Ja, natürlich, danke schön, Herr Felix. Er ist zurzeit Patient bei uns, hier in der Klinik. Auf Station B, haben Sie gesagt? Richtig, Station B. Ja, und Frau Felix hat eigentlich bereits wieder gehen und dann hat es geklopft auf dem Korridor, ihr Herz. Also, sie hat mit dem Herz geklopft. Auf dem Korridor hat sie Herzklopfen bekommen, nicht? Also, ihr Herz hat dann geklopft auf dem Korridor. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, Leo. Ja, immer, und dann haben sie mir gerufen. Dr. Loy, mir haben gesagt, 5 Minuten, Herr Doktor. Ich bin ja auf dem Sprung, Herr Regierungsrat. Munkeli. Dann warten Sie umgehend im Direktionsbüro. Armleuchter. Also, Munkeli, was bist du so nervös? Heute Morgen, wo du gegangen bist, bist du doch noch nicht so nervös gewesen. Es ist einfach ganz plötzlich über mich gekommen. Ich weiß es ja auch nicht, warum. Ja, Frau Felix, wie ich sehe, geht es Ihnen bedeutend besser. Kommen Sie, ich begleite Sie vorne zum Lift. Ja, was ist denn mit dem Polizist? Was für ein Polizist? Sagen Sie dem Polizist, Ihre Mann können leider nicht als Veteranentreffen kommen. Sein Zustand erlaubt es nicht, dass er unsere Klinik bereits verlässt. Leider, leider. Ja, Sie sollten aber nicht rauchen, wenn Sie einen Herzanfall haben. Sie inhaliert nicht. Rosmarie, Goldschatz, du musst entschuldigen. Aber weißt du, Frau Felix hat mich gebeten, ich soll mir Ihren Mann einmal anschauen. Sie hat irgendwie das Vertrauen zum behandelnden Arzt verloren. Ja, wer ist es denn? Wie bitte? Welcher Arzt behandelt Ihren Mann? Der Dr. Blättler. Das ist der Assistent von meinem Mann. Ich kann Ihnen versichern, dass der Dr. Blättler ein absolut kompetenter Arzt ist. Bitte, Frau Felix, was habe ich Ihnen gesagt? Wir werden doch schnell 5 Minuten Zeit haben. Ja, besprechen Sie Ihr Problem mit der Stationsschwester. Ich will mein Problem aber nicht mit einer Schwester besprechen. Leo! Bleiben Sie doch ruhig, Frau Felix. Sie dürfen sich jetzt nicht gehen lassen. Nicht vor meiner Frau. Leo! Sie hat so zarte Nerven. Leo, du gehst jetzt aber zum Regierungsrat Ammann. Und Sie, Frau Felix, Sie gehen auf die Station B zurück. Das ist keine gute Idee. Ja, wenn die Stationsschwester nicht dort ist, dann reden wir noch mal mit dem Herrn Dr. Blättler. Aber Frau Felix will den Herrn Dr. Blättler nicht mehr sehen. Ach, was? Er ist doch für Ihren Mann zuständig. Aber sie hat kein Vertrauen mehr zu ihnen. Der Herr Dr. Blättler ist ein hervorragender Arzt. Guten Morgen, Herr Dr. Blättler. Also, wie sehen Sie denn aus? Vorne hui und hinten fui. Wir haben es durch, Kollege Blattler. Ah, Sie sind ja immer noch da. Schön. Ja, sie ist sehr aufgeregt wegen ihrem Mann. Er heisst Felix. Felix, also. Er liegt auf der Station B. Wer liegt dort? Der Mann von der Frau Felix. Der Mann von der Frau Felix ist tot. Tot? Bitte, Kollege Blattler. Was? Also, ist aber taktlos gewesen. Aber sehr, sehr herzlos. Was denn? Wie kann man das deiner Frau ins Gesicht sagen? Der Mann von der Frau Felix ist tot. Haben Sie überhaupt kein Gefühl? Gefühl? Also wirklich, Herr Dr. Blättler, das ist jetzt mehr als pietätlos gewesen. Nein, es tut mir aufrichtig leid.
Kommen Sie, sitzen Sie doch ab. Sie sollten nicht absitzen, wenn Sie einen Schock haben. Sie brauchen frische Luft schnell. Was ist denn passiert? Ja, Ihre Mann ist gestorben. Ich bitte Sie. Ja, ich weiss, er ist abgestürzt im Himalaya. Wo abgestürzt? Im Himalaya. Ja, aber vor 5 Minuten war er doch noch da im Spital gewesen. Wie? Der Mann von der Frau Felix war da im Spital. Schon gut, Sie verwechseln da etwas, Kollege Blättler. Der, der tragischerweise verunglückt ist auf einer Himalaya-Expedition. Das war Ihr erstes Mal. Aber der zweite Mal, der kennt Felix. Ach, der erste Mal? Der zweite Mal. Ja, und der Herr Felix ist zurzeit Patient bei uns, da in der Klinik. Tatsächlich. Also, wie auch immer, die Hauptsache ist ja, dass sich der Herr Felix blendend erholt hat. Sie können also unser Spital zusammen mit Ihrem kleinen Hündchen wieder unbesorgt verlassen. Und ich habe gemeint, Sie will Ihnen ein Psycheri machen. Frau Felix hat leider die Arzt sprechen, das bin jetzt halt mal ich. Ja, aber der behandelt ja, sind schließlich Sie, Herr Dr. Blättler. Ich? Ja, vom Herr Felix auf der Station B. Ist doch jetzt wurscht, auf welcher Station? Sie meinen Station B. Felix, ja. Normalerweise habe ich ein gutes Namensgedächtnis. Felix, wegen was ist er da? Wegen einer Untersuchung. Also, Frau Felix hat mir jetzt gerade erzählt, dass ihr Mann nur wegen einer Untersuchung eingetreten ist. Aber wir haben dann beschlossen, gerade zu operieren. Wegen einer Untersuchung ist er gekommen, sagen Sie? Verdacht auf Gallenstein. Und er ist operiert worden? Ja, die Hämorrhoiden. Na, das gibt's aber nicht. Also, der Patient ist eingewiesen worden wegen Gallenstein und wir haben... Wir haben bei dieser Gelegenheit festgestellt, dass er auch noch Hämorrhoiden gehabt hat. Ja, das sind wir sehr gründlich. Ärztezimmer, Blättler. Eine Frau Kuster da oben. Nur einen Moment, die Schwester am Empfang will mit Ihnen reden. Danke. Jetzt habe ich gemeint, Sie heisse Felix. Ja, Kuster. Sie ist auch Frau Felix. Was, der Felix ist unruhig. Aber Ihr erster Mann, also der, der vom Himalaya runtergefallen ist, der hat Kuster geheissen. Was macht er? Randalieren? Jetzt haben wir Ihre manchmal Frau Felix und manchmal Frau Kuster, hat sie mir gesagt. Sie probieren zu beruhigen. Sie sollten da kein Privatgespräch führen. Ich komme gerade runter. Der Flix ist wieder unruhig. Flix? Ja, eben, das ist der kleine Hund. Offensichtlich ein bisschen ein neurotisches Tier. Um Gottes Willen, wie furchtbar. Ich bin schon unterwegs. Ich habe gesagt, die Anfelix dreht durch. Dann gehen Sie aber und kümmern Sie sich um. Felix? Manchmal sagt sie ihrem Hund eben Flix und manchmal sagt sie ihm Felix. Ja, ist das nicht ein bisschen verwirrend, wenn sie gleich heissen wie ein Hund? Wir wollen ihn jetzt also wirklich nicht sehen. Mein Mann ist Neurolog, nicht Veterinär. Ich rufe ihn dann einmal an. Ich schaue mir den kleinen Loser so schnell wie möglich einmal an. Also wirklich, Leo? Rosmarie, bitte, hier und da muss man auch ein bisschen über den Tellerrand ausschauen. Egal, was da unten passiert. Sie sorgen mir jetzt dafür, dass das neurotische Tier ja nicht da raufkommt. Vermutlich schnappt ihr jetzt total über. Das ist Ihnen doch klar, oder? Haben Sie schon mal eine Kastration? Rosmarie! So, bitte! Also, nicht so gemeint. Warten Sie doch! Gehen Sie aber ja nicht ab, der Hund ist bissig! Entschuldigen Sie, ah, grüezi, Frau Doktor. Grüezi, Schwester. Herr Doktor, der Herr Regierungsrat Amann lässt ausrichten, dass er sehr ungehalten ist. Sehr. Na, siehst du jetzt? Bin ich unterwegs? Schwester Gertrud, wissen Sie etwas von Herrn Felix? Felix? Ja, er sollte auf der Station B sein. Felix sagt mir nichts. Ist schon recht, Schwester. Ja, man will nur nicht, dass seine Frau auch Schwierigkeiten macht. Ich habe den Eindruck, der ist genauso neurotisch wie ein Hund. Welcher Hund? Gehen Sie jetzt an Ihre Arbeit, Schwester Gertrud. Ja, vielleicht fragen Sie noch mal nach, Schwester. Er ist wegen Gallenstein gekommen und dann hat man ihm die Hämorrhoiden operiert. Excuse, wer ist das bitte eingeliefert? Mit Gallenstein, richtig. Und operiert haben wir die Hämorrhoiden. Ja, erzählen Sie mir nicht, Sie haben noch nie etwas von Hämorrhoiden gehört. Varikose des Rektums. Also, ich muss schon bitten. Also, morgen, ich komme jetzt einmal. Ja, ist das Station B? Ah, Schwester Ingrid, da ist Oberschwester Gertrud im Ärztezimmer. Gibt es bei Ihnen einen Patient Felix? Der Dr. Leu wird ihn sehen. Gallenstein oder Hämorrhoiden, suchen Sie sich etwas aus. Also, schauen Sie, ob so jemand haben bei euch. Ich habe den Job vergessen. Schwester Gertrud, wie sehe ich aus?
Wie Varikose des Rektums. Ist das da der Aufenthaltsraum von der Ärzte? Ja, das ist er. Unsere Schnupferärzte. Was suchen Sie da? Ich suche meine Mutter. Ihre Mutter? Sie ist vorhin da oben und hat mit einem Arzt geredet. Jetzt ist vorige Dame rausgegangen, wo ich hineingekommen bin. Vermutlich ist er mit dem Lift herab, wo Sie in die Steige drauf gekommen sind. Sind Sie auch einer von diesen Töchtern da? Wie bitte? Ja, sind Sie Arzt? Ich? Ah, nein, 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 ich bin nicht Arzt. Nein. Ich bin Patient. Patient? Ja. Rekonvaleszent, Gallenstein und Hämorrhoide. Warum gehen Sie nicht runter und suchen Ihre Mutter? Ein Miesetyp. So, jetzt aber langsam, ganz langsam. Ganz. Ein total Miesetyp. Wer ist denn da ein Miesetyp? Mein Miesevater! Nein, das ist doch sicher nicht. Ja, woher wollen denn Sie das wissen? Väter sind nie mies. Meine ist total mies. Ich könnte mir am liebsten verpassen. Das würden Sie doch nicht machen. Würde, ja, aber weiss wie. Ich bleibe jetzt da, bis ich den hintersten und letzten miesen Arzt in dem miesen Spital gesehen habe. Ganz ruhig bleiben, junger Mann. Ganz ruhig. Mir ist es schlecht. Also, wenn es Ihnen schlecht ist, gehen Sie viel gescheiter wieder heim. Aber zuerst wollte ich meinen Vater sehen. So, kommen Sie. Kommen Sie jetzt. Bring sie vor zum Lift. Aber ich hab doch das nicht so gemein. Los. Ich mach ihm nichts. Sie sollen mich rauslassen, hab ich gesagt. Oh. Das ist eine Privatbehandlung. Eindeutig. Wir sind gerade so weit. Entschuldigen Sie, ich habe nur... Er ist so aufgeregt. Ah ja? Ja, seine Mutter ist da. Auf welcher Station? Das weiss ich nicht. Ich hab meinen Vater gesehen. Das ist gut. Und auf welcher Station ist der Vater? Ja, schon noch nicht, Schwester. Ich mach das. Das ist ein Teil von meiner Therapie. So, Therapie, sagt man dem jetzt so? Ich hab meinen Vater gesehen. Das ist gut. Schreien Sie so, so gern Sie es vor sich. Was? Lassen Sie uns jetzt nur allein, Schwester. Ich bin eigentlich nur gekommen, weil ich mich für meine aggressive Bemerkung von vorhin entschuldigen wollte. Ja, ja, das ist schon recht. Es ist mir richtig peinlich. Ich wollte meinen Vater sehen. Es ist in Ordnung, Schwester Gertrud. Ich nehme Ihre Entschuldigung an. Danke, Herr Doktor. Machen Sie ruhig weiter. Moment mal! Sie hat Doktor zu Ihnen gesagt. Ja. Sie haben aber gesagt, Sie seien ein Patient. Ich bin ein Patient. Ich bin ein Patient mit einem Doktortitel. Ich bin Doktor der Theologie. Sind Sie Pfarrer? Ja, Pfarrer. Und jetzt gehen Sie und suchen Sie Ihre Mutter. Ich gehe nicht, bevor ich meinen Vater gesehen habe. Aber Sie können doch nicht da bleiben. Ich wollte aber! Hör doch nicht so ein sau dummer junger Schnodder! Mein Sohn. Das ist jetzt nicht gewesen, die Schwester Rita wieder einmal zu sehen. Oh. Ich wollte meinen Vater sehen. Es geht ihm da wieder besser. Er hat seine Mutter verloren. Oh je. An was ist sie gestorben? Ist doch jetzt gleich. Helfen Sie mir, ihn jetzt runterzubringen. Lassen Sie mich in Ruhe und sagen Sie dem Pfarrer, er soll mich auch in Ruhe lassen. Welchem Pfarrer? Es hat ihn offenbar sehr getroffen, dass er seine Mutter verloren hat. Ich habe meinen Vater verloren. Was denn auch? Der Vater hat ihn nur aus den Augen verloren. Gott sei Dank. Bei den Eltern an einem Tag wäre ein bisschen viel. Ja? Für Sie. Oh nein. Ja! Dr. Leu! Nein, der ist nicht da, der hat wenig zu laut. Geht's Ihnen nicht gut, Herr Leu? Nein, mir geht's ganz und gar nicht gut! Und je schneller ich mich jetzt zurückziehen in die Stille von meinem Bett, desto schneller werde ich Trost und Genesung finden. Hä? Helfen Sie mir jetzt, einen jungen Mann auf die Beine stellen. Moment. Nehmen Sie es nicht so tragisch, junger Mann. Leo! Ja, Rosemarie? Also, wie
lange willst du eigentlich den Regierungsrat einmal hier unten erwarten lassen? Der sitzt schon Ewigkeit im Konferenzsaal. Der Regierungsrat bleibt gerne lang sitzen. Er hat gesagt, wenn deine Ansprache nicht eins ansäge, dann hättest du den Klinikdirektor gesehen. Ich werde einen brillanten Vortrag haben, kein Kummer. Und jetzt schau doch, dass du einen guten Platz hast im Konferenzsaal. Wer ist denn das? Dann geht es sicher gerade wieder besser. Ja, also... Ja, nein! Seine Mutter ist doch gerade gestorben. Bitte! Sie Ärmste! Rosmarie! Ja, ist sie Patientin gewesen? Wer? Die Mutter von dem jungen Mann. Nein, TBA. Oh, du mein Trost. TBA? Tod bei Ankunft. Die Armfrau! Ja, was ist sie gestorben? Der 81er-Boss hat sie überfahren im Albisgürtli. Er ist ein Schlacht. Zeigen Sie ihm doch die Toilette. Ja. Arme Bust. Komm jetzt bald, wir müssen den Text noch mal durchnehmen. Bist vorne hui und hinten pfui, dort liegt ja gleich vom Sexy Louis. Herr Dr. Vögeli. Der Dr. Blättler spielt den Landstreicher in meinem Stück. Aber seine Mutter ist doch gerade gestorben. Ich habe gemeint, deine Mutter sei vor 2 Jahren gestorben. Vögeli! Seine Mutter? Aha. TBA. ABDA. Vom Viktor Hilf. Mir ist es schlecht. Er muss auf die Toilette. Nehmen Sie ein Zimmer zu Stern. Er muss sich übergeben. Mit diesen Gutzli geht's leichter. Ich will meine Mutter sehen. Ja, ja, ist schon gut. Ihre Mutter ist jetzt besser aufgehoben als da. Sie ist sicher da unten. Nein, nein. Nein, nein, sie ist sicher da oben. Sicher nicht da oben. Der Pfarrer hat gesagt, sie sei da unten. Wie kann der Pfarrer so etwas sagen? Also, der Bursch braucht seinen Vater. Nein, braucht er nicht. Mal! Ist Ihr Vater da irgendwo im Spital? Ja, das Mama war vorhin da oben und mit ihm geredet. Aha, mit dem geredet hat sie. Bevor sie gestorben ist. Ich habe gemeint, sie sei TBA gewesen. Das war sie auch. Durch Mund-zu-Mund-Beatmung haben sie noch einmal zurückholen. Sie hat ein paar letzte Worte sagen, bevor sie ihrer Verletzungen erlegen ist. Endgültig. Über was redet ihr? Schon gut. Ihre Mutter hat noch ein paar letzte Worte zu ihrem Vater gesagt. Und dann ist sie ganz friedlich eingeschlafen. Oh Gott! Die Mami ist gestorben! Ich glaube, er hat einen Schock. Die Mami hat mit dem Papi geredet und ist gestorben. Ganz friedlich. Der hat sie umgebracht. Der verdammt weiss Typ, der hat sie umgebracht. Ruhig, bleib doch ruhig. Nein, nein, es war der Bus. Nein. Mit dem Bus hat er sie umgebracht. Es war doch ein Unfall gewesen. Sicher nicht, der Mörder. Jetzt lange es aber bloß. Beruhig jetzt. Rosmarie. Ja. Rosmarie, holt Schwester Gertrud. Sie sollen Spritze Valium aufziehen. Mir ist es so schlecht. Valium? 50 Milligramm, die Gescheidung hat 100, aber sie soll kommen, schnell. Ja, ja, sofort. Mir ist es so schlecht. Dann komm jetzt. Der verdammt Mistöp, der kümmert sich 18 Jahre lang nicht um sie. Und dann besorgt er es mir mit dem Bus. Ihr Vater ist doch nicht schuld an dem Unfall. Mein Vater? Der will mich sicher auch noch umbringen. Beruhig dich doch, los ab mit dem. Hebt ihn doch einmal fest, einen. Bildet ihm das Mund zu, redet kein Wort mit. Wie ist der Halumpfenteli zu einem Bus gekommen? Ihre Frau hat mir gesagt, ich soll eine Spritze für einen neurotischen Jugendlichen vorbereiten. Richtig, sie können sich gleich verpassen. Dahin. Er hat Kotze zu. Endlich! Meinen Sie nicht 100 Milligramm Valium ist ein bisschen viel? Ich gebe 1000. Seine Mutter ist TBA eingeliefert worden. Ich habe keinen Unfall, Buslinie 81. Und jetzt ganz am Ende, du spritzen sie alte Fledermaus. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, verpassen Sie denen den Rest. Entschuldigen Sie, Herr Loy. Dr. Loy, guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen jungen Mann, Herr Doktor. Aha. Ein bestimmter junger Mann oder ist Ihnen mit irgendeinem jungen Mann geht? Ein bestimmter junger Mann, Herr Doktor. Etwa 18 Jahre alt, so gross, mit so Haaren da. Er trägt einen Ohrring. Soll ich noch besondere Kennzeichen? Nein, keine, aber er ist ein bisschen zu unterobsi. Er hat mir eine dubiose Geschichte erzählt, dass sein Vater da heimlich in dieser Klinik arbeitet. Nein. Mal.
Seine Mutter wartet unten am Empfang. Also ich habe niemanden gesehen, auf den Ihre Angaben würden passen. Sollte mir aber der junge Mann begegnen, würde ich mich selbstverständlich um ihn kümmern. Mamol. Kümmern Sie sich aber sehr vorsichtig. Hat mir vorher gerade einen Ginki nahm. Ein Tritt ins Gesäß gegeben. Danke für den Tipp. Kann ich sonst noch etwas tun für Sie? Das wär's für den Moment. Danke, ich gehe wieder runter. Vielleicht hätten Sie die Mutter unterdessen verwünscht. Heben Sie still! Können Sie heben? Ruhig, ruhig! Ich warte mich auf den Deckel! Ich sitze auf Ihnen Uhr! Sie sitzen auf mir, Herr Doktor! Der Herr Dr. Blattler, mein Assistent. Wie laufen Ihre Theaterproben hier rein? Theaterproben? Ja, für unser Weihnachtsstück. Eine glückliche Familie. Und das spielen wir jetzt dieses Jahr wieder bei Anrufmord. Sie haben den Toten ab! Wow, unsere Mutter Courage. Ja, das tut mir jetzt leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Herr Doktor. Möge Ihren Wunsch in Erfüllung gehen. Ich mache mir langsam Sorgen um Sie, Herr Leu. Da sind Sie nicht der Einzige. Und jetzt gänzen doch endlich mal die Spritze. Vorwärts! Doktor Ei! Doktor Ei ist im Bierach zu lang. Oh, jetzt ist gerade der Polizist oben gewesen. Gehen Sie wieder runter und passen Sie auf den Hof. Ich mache mir Sorgen um den Flix. Ihrem Flix geht's für Flix gut. Er ist zum Meister ausgeklettert. Was? Wer? Der junge Post, der seine Mutter verloren hat. Nein! Er sagt, er bleibt da außen auf dem Sims stehen, bis wir ihm seinen Vater bringen. Flix! Ich müsste es dem Flix endlich sagen. Was hat denn Ihr Hund mit dem zu tun? Mädchen! Es muss jemand die Polizei holen! Aha, wieso? Was ist passiert? Wir brauchen doch keine Polizei. Also, wir werden doppelt noch fertig. Mit einem jungen Mann, der Pizzeri aus dem Gleichgewicht geraten ist. Im Augenblick hat er ein Problem, das Gleichgewicht zu halten. Der Felix ist in Lebensgefahr! Hat Ihr Hund einen Unfall gehabt? Es klärt sich dann alles. Geht doch bitte und redet mit ihm. Wer sind Sie? Ich bin seine Mutter. Sie meinen das Fräuli vom Flix. Mutter von meinem Sohn. Mutter? Ja, Mutter. Empfang? Ja, hier ist Kuster. Hören Sie, irgendwo da unten ist ein Polizist. Schicken bitte sofort ins Ärztezimmer auf. Es ist ein Notfall. Aber Mutter von dem jungen Mann ist doch TBA gsi. Mutter von dem jungen Mann ist DA. Da. Ich glaube Vollmond heute. Also die Schwester Rita soll die Mutter sein von dem ausgeflippten Sirmel. Kollege Blattler, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit. Für was? Ja, dass ich Ihnen du anbiete. Ich bin der Leo. Das ist aber eine Ehre für mich. Also, dann bin ich der Balz. In dem Fall... Müssen wir anstoßen. Später. Zuerst möchte ich Ihnen... Also, dir. Ja. Ja, eben jetzt, wo wir ja Duzi sind, muss ich also... Kann ich dir etwas anvertrauen? Ah ja, und was? Es geht um die Schwester Rita. Die Rita Kuster? Richtig. Sie ist die Mutter von dem jungen Burst. Aber sie hat doch gesagt, sie habe kein Kind. Das war eine Notlüge. Der Bub ist illegitim. Oha. Die Schwester Rita war nie verheiratet. Nie? Nein. Was ist denn mit dem Mann, der im Himalaya abgestürzt ist? Erfunden. Und der zweite Mann? Auch erfunden. Und Gallenstein? Genau so erfunden wie Hämorrhoiden und alles andere auch. Wo die Schwester Rita vor 19 Jahren da ihre Stelle aufgegeben hat. Da hat sie ein Baby erwartet. Oha. Und jetzt hebt die Festbalz. Ja. Von dir. Ich habe einen frisch operierten Blinddarm gehabt. Was macht man nicht alles eine halbe der Narkose? Stopp! Ich habe nie etwas mit der Schwester Rita. Ich weiß, aber ich kann es nicht zugeben. Ich habe sie nicht angelangt. Moment mal. Meine Frau wird mir toll heiß machen.
Mit der Beförderung zum Direktor könnt ihr nicht das Kämmchen schreiben. Langsam. Langsam. Sie wollen mir also... Du! Oh. Du willst mir also klar machen, dass du der Vater von dem Burschen da draussen bist? Sehr gut kombiniert. Du meinst du und die Schwester Rita? So ist es. Ja, aber der scheint dich ja nicht einmal zu kennen. Das Einzige, was ich weiss, ist, dass sein Vater vor 19 Jahren hier in dieser Klinik als Arzt geschafft hat. Und dass er heute noch hier in diesem Haus beschäftigt ist. Und das passt wunderbar auf dich. Mit einer munzig kleinen Ausnahme, vor 19 Jahren bin ich als Patient da gewesen und nicht als Arzt. Hey, das Detail! Und ich habe die Schwester Rita nicht verführt. Aber wenn du eine Chance hättest, dann hättest du es gemacht. Das steht jetzt nicht zur Diskussion. Als Freund. Schau, jetzt ist es spät. Ich kann es nicht mehr zugeben. Ich habe dem jungen Mann bereits gesagt, dass ich hier ein Patient bin. Ein Pfarrer mit Gallenstein. Und Hämorrhoiden. Hans, bitte. Du hast nichts zu verlieren. Nichts zu verlieren? Du haltest am 12. kein Referat vor dem Kongress, oder? Das hat doch nichts zu tun mit dem. Du stehst auch nicht als Klinikdirektor zur Diskussion. Nein, sicher nicht. Du hast keine Frau, die Schwierigkeiten macht. Wenn ich das zugebe, habe ich gleich ganz andere Schwierigkeiten. Meine Rosmarie macht mir das Leben zur Hölle. Das ist noch lange kein Grund für mich, deinen Sohn zu adoptieren. Aber doch nur für eine Stunde. Du musst dich dem Felix ja nur vorstellen. Was hat denn der Hund mit dem zu tun? Vergiss dich mal, der Hund! Der Bursch heißt Felix! Genau wie der mit der Gallenstein. Vergiss den und die Hämorrhoiden und die tote Mutter und der 81 muss und Frau Felix und der Hund und alles. Das Einzige, was du machen musst, dem jungen Mann sagen, dass du sein lang vermisster Vater bist, der begleitet ihn auf der Polizeiposten fertig. Auf der Polizeiposten? Es sind ein paar kleine Formalitäten zu erledigen wegen einer Verkehrsübertretung. Ach so. Und sobald ich meine Rede gehalten habe, dann gehe ich zum Felix. Und sag ihm die Wort. Wirklich? Ja, natürlich, Hand aufs Herz. Holz. Holz, bitte. Ich bin verzweifelt. Aber wir wissen ja gar nicht, ob die Schwester Rita mitmacht. Sie hat keine andere Wahl. Nein, 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 ich eigne mich nicht für so etwas, ich nicht. Blödsinn. Ausgerechnet du als Star von unserer Theatergruppe. Wirst du so eine kleine einfache Rolle meistern? Das ist aber kein Theater, das ist Realität. Das kauft mir niemand ab. Ich bin viel zu jung für einen 18-jährigen Sohn. Du bist ein Frühzünder gesehen. Hans, Freund, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Die Schwester Gertrud. Die hat einen Damenbart, aber als Vater ist sie auch nicht glaubwürdig. Herr Ross? Nein, du meine Güte! Haben Sie fest, Schwester? Er hat Spritzen! Das jagt sie nicht an! Sie sind übergeschnappen! Hau ab! Freche Bange! Hau ab, habe ich gesagt! Er hat mir 100 Milligramm Valium gespritzt. Ich hole einen Arzt. Sie sind Arzt. Ein anderer Arzt, bitte ist schlecht. Felix, fix den Mund auf Schatz. Der Schatz kommt gerade eins an die Ohren über. Mami, du lebst. Vorsicht. Mami ist gegangen. Vorsicht, Vorsicht. Fest, fest. Ich will aufregen. Kommt doch einmal hier, du grosse Leute. Leo. Leo. Jetzt auch wieder da bist, Goldschatz. Ja, du hast Nerven. Da unten oben der Regierungsrat umeinander und du blöderisch da oben rum. Was meinst du eigentlich, wie lange die Delegierten auf dich warten wollen? Es ist jetzt bald 11:45 Uhr. Excuse, Rosmarie, mein Goldschatz. Ich habe 11:42 Uhr. Ich kann ja weh! Ich kann ja weh! Ich kann ja weh! Ich kann ja weh! Dann steig doch ab! Und dann danke ich dir noch, Gelbals, dass du den Vorhang repariert hast. Er ist so hilfsbereit, er flickt alles. Ja, wenn du jetzt nicht kommst, kann ich gleich nach deiner Karriere flicken. Hilfe! Hilfe! Also wirklich, Walz, wie ein kleiner Bub. So kommt doch einmal. Komm jetzt, los. 1, 2, 3. Geschafft. Also Munkel, ich komm jetzt. Alles wartet auf den großen Auftritt. Mit Pauken und Trompeten. Du Idiot! Ja, recht hat er. Oh nein! Tore, Bub! Du Nabelkrähe, du! Entschuldigung. Was gibt's jetzt wieder? Frau Kuster am Ausrichterleib soll dringend wieder hochkommen. Es ist dringend gewesen, aber es ist jetzt nicht mehr nötig. Es ist doch um den jungen Bursch gegangen, oder? Die Angelegenheit hat sich erledigt. Seine Mutter hat ihn dazu überreden, mit auf den Posten zu gehen. Tatsächlich? Sie sind vor 5 Minuten gegangen. Ja,
Dann ist ja gut, dann mache ich mich auch wieder auf den Weg. Sie werden erstaunen, wie brav der jetzt ist. Nimm den Fuß von meinem Kopf! Kopf! Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Bravo, Walz! Deine Proben laufen ja fantastisch, wie ich sehe. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Hilfe. Sie können unbesorgt zurück auf den Posten. Mami! Mami! Du musst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mami! Bald wird das Schicksal wieder uns vereinen. Ich habe es nie vergessen, was ich von dir habe besessen. Weil es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mami! Bravo, Walz, großartig! Er ist fantastisch. Nein, er kann alle Strophen. Übrigens, in 3 Tagen ist die Aufführung. Können Sie doch auch schauen? Ja, das wird leider kaum gehen. Ich habe Dienst. Abgesehen davon singe ich selber im Polizeimännerchor. Singe ich beim Gesang gegeben? Ja, in dem Fall. Also, toi toi. Ich wünsche noch schöne Festtage. Das wünschen wir uns alle. Ah! Ah! Nein! Feststimme! Feststimme! Los da! Los da! Halt! Geh nach in den unteren Stock. Schnell! Mach's Fenster auf, pack sie von unten. Wenn ich sag von unten, meine ich von unten. Hau sie mal! Schwester, probieren Sie noch einmal. Das Feiste sind, so einen Draht zu reißen. Ich kann mich nicht mehr länger hemmen! Ich auch nicht! Meine Hände werden taub! Ich bin auch langsam taub, dürfen wir es also glauben. Der Dr. Nettel kommt Ihnen gerade zu Hilfe. Ja, und Dr. Leut. Der Dr. Leut genießt den Weihnachtsurlaub. Ja. Ich heiße Felix. Wer? Franz Felix, Station C. Was wollen Sie denn da? Die Schwester hat gesagt, ich müsse mich hier melden. Ich habe Gallenstein und Hämorrhoiden. Ja, und Tänze? Spüren tue ich nichts. Zähne, unsere Schwester. Komme ich jetzt endlich ins Einzelzimmer rüber oder nicht? Die Hilfe ist im Anmarsch. Oh, etwas Flüssiges. Ich schlafe nicht! Nein, ja nicht einschlafen, nur nicht einschlafen. Frau Felix, es hat vorne im Korridor einen Schlauch. Schnell! Ich will verhindern, dass sie mir einschlaft. Holen Sie ihn! Liebchen, halt die fest! Mami! Mami, lass mich nicht allein mit dem Fahrer! Fahrer? So, jetzt können Sie doch mal den Schlauch holen. Ah. Nein, lass mich nicht allein! Und du hättest das Mund! Ah. Oh nein! Halt! Endlich! Hörst sie! Ja, gut so! Jetzt hier sind wir hier! Ja, prima! Ja, gut jetzt hier! Schön, prima! Wir legen die Schwester Gertrud da drauf. Wo ist sie? Jetzt ist sie gerade runtergefallen. Oh nein! Der Dr. Blendler hat sie können auffangen. Sie sind beide im anderen Stock. Ist alles okay. Gott sei Dank. Sie können weiterproben. Ich danke für die Hilfe. Wir können nicht weiterproben, bis der Dr. Blendler wieder da ist. Dann können Sie wieder sammeln mit Ihrer Büchse. Ich gehe jetzt dann zur Heilsarmee. So, und du kommst jetzt einfach mal rein. Ich bleibe da, bis mein Vater kommt. Dein Papi hat jetzt gerade die Oberschwester gerettet. Ist das mein Vater? Ja, kannst du hierher. Der komische dünne Mann ist mein Vater. Jetzt hat er es doch gesagt. Komm jetzt rein. Papi! Aufpassen! Aufpassen! Geil! Ich habe meinen Papi gefunden. Ist das nicht der Wahnsinn? Weißt du, ist das geil? Ich glaub's nicht, nein, ich glaub's nicht! Super! Nein. Nur keine Hemmungen! Hopp, jetzt gehen wir runter, dein Papi, und Grüezi sagen. Ich hab nichts anderes zum Spritzen gefunden! Das ist ja nicht mehr nicht! Mami, Mami, ich hab meinen Papi gefunden! Oh, das freut mich ja so für euch beide. Es ist der totale Wahnsinn. Sie hat nur ein paar Hautschärfungen an der Bühne. Du bist ein Held, Papi. Papi.
Herz, mein Sohn. Sagen Sie mal, geht's da immer so familiär zu? Ich hab gewusst, dass er Mut hat. Wer? Mein Vater. Du bist super. Dein Vater, der Dr. Blättler. Was um alles auf der Welt hast du ihm da erzählt? Nur das, was mich der Dr. Blättler darum gebeten hat, ihrem Sohn schon nicht mitzuteilen, dass er sein lang vermisster Vater ist. Uns geht's weiss, wie gut, Papi. Verrückt gut. Also Papi, bitte, dann sehen Sie es denen ganz verrückt gut. Papi, so, und jetzt wollt ihr auf die Polizei posten. Papi, der Polizist wartet auf euch. Wieso sagt ihr denn nichts? Ja, was soll ich dazu sagen? Hey, Dr. Blättler, sagt ihr doch etwas. Bald. Bald? Mein Papi geht bald. Ich geh übrigens Franz. Wir haben uns ja so viel zu erzählen. Gell, Papi? Oh ja. Als Bald, Sie können doch nicht den Bub. Nur nachher, sehen Sie denn nicht, wie glücklich der Bub ist? Glücklich ist gar kein Ausdruck, ich bin total happy. Also bitte, alle beiden sind total happy. Zumindest der Felix. Also ich bin nicht happy, weil ich immer noch das Zimmer mit drei lästigen Leuten was teilt. Dr. Neu, stellen Sie bitte so einen Taxi für den Herrn Dr. Blättler. Er hat einen Notfall. Wenn Sie einen Krankentaxi verwünschen, stellen Sie die Ambulanz. So, und jetzt schnell. Der Dr. Blättler nimmt alle aber zum Taxi. Du musst mir alles über unsere Familie erzählen, gell, Papi? Ich komme mir vor wie ein Buch, wo die ersten 18 Seiten fehlen. Die ersten 18 Seiten sind sowieso die langweiligsten. Leck weg! Jetzt habe ich auch einen neuen Satz. Großeltern! Ja, ja, dein Papi erzählt dir dann alles über alle. Über den Grosspapi, über die Grossmami und so bald, jetzt kommt er mal. Ja, hey, Cousinen und Cousin habe ich sicher auch noch überall. Aber sehr entfernte. Ab mit euch! Leo! Ja? Leo, noch kommst du jetzt endlich? Ja. Ja, um Gottes Willen, was ist denn da los? Nicht besonders ganz ein ruhiger Tag bis jetzt. Ja, aber Munkeli, Munkeli, dein Vortrag fängt doch in 10 Minuten an. Ihr seid mir nicht böse, wenn ich euch nicht einmal begleite. Ich hoffe, ihre Gallensteine und Hämorrhoiden sind gleich wieder in Ordnung gefahren. Fahren? Ihr seht überall Pfarrer. Hat man ihren Vater noch nicht gefunden? Wall, toll! Ah, das ist aber schön. Aber ich verrate Ihnen nicht, wer es ist. Genau! Ha, Sie wollen mir nicht sagen, wer es ist? Ich weiß, wer es ist. Er da. Wie bitte? Habe ich gut gemacht, hä? Das haben Sie sogar sehr gut gemacht. Jetzt schon wieder. Sie verdienen die Beförderung, hä? Der Herr Dr. Blättler ist Ihr Vater. Ich habe nichts gesagt. Aber schauen Sie sicher mal unser Profil an. Herr Dr. Blättler? Los, Rosmarie, für das gibt es ganz eine einfache Erklärung. Und Sie sind jetzt so nett und nehmen alle mit auf den Polizeiposten. Was, Polizeiposten? Gar nicht fragen, Rosmarie. Ja, und vergessen Sie nicht, Ihren Köter mitzunehmen. Wie bitte? Hä? Wie reden Sie mit meiner Mutter? Na, ich rede, wie ich will. Oh, Ihre Mutter? Für das gibt es eine ganz einfache Erklärung. Ich habe gemeint, Ihre Mutter hat einen schlimmen Unfall gehabt. Mit dem 81er-Bus im Albisgürtli. Dr. Neu, Ärztezimmer. Ambulanz parat, danke. Ich fahre mit der Ambulanz. Bravo. Ja, aber was um Himmels Willen ist denn eigentlich passiert, seit ich das letzte Mal da war? Der Herr Pfarrer kann es ja gerade erklären. Also, bitte, Herr Doktor. Sie müssen mich fragen. Fragen Sie den Pfarrer. Was für ein Pfarrer? Ja, jetzt würde mich aber gleich noch etwas wundern. Buslinie 81 fährt doch gar nicht ins Albisgürtli. Sepp ist der 32er. Komm, Vater, wir gehen! Gib Gas, Alter! Felix, bist du so frech mit deinem Vater? Jetzt habe ich gemeint, der Felix sei der Hund. Das ist doch jetzt egal. Finde ich jetzt auch noch einmal glatt, dass der Bursch den gleichen Namen hat wie ich, Felix. Komm, Rosmarie, jetzt gehen wir aber. Moment mal. Sie sind der Herr Felix. Ja, ja, der bin ich. Kann's nicht ändern. Familienname Felix. Taufname Franziskus. Für meine Freunde Franz. Herr Felix? Ja, ist die gespässige Frau von vorig mit dem Sohn und dem Hund mit dem Herr da verheiratet? Ja, richtig. Was für eine gespässige Frau? Frau Felix, Ihre Frau. Ja, die Dame, die gerade rausgegangen ist.
Ist das meine Frau gewesen? Sie hat Ihnen doch einen Besuch gemacht. Hat sie? Ich hab gemeint, sie hätte mich schon vor 10 Jahren hocken lassen. Und jetzt ist sie umgekommen, um sich zu entschuldigen. Es hat ihr leid getan. Rosmarie, jetzt müssen wir, komm jetzt. Muggeri, kannst du mir erklären, was der Herr Dr. Blättler mit all dem zu tun hat? Nichts Erfreuliches, Goldschatz. Also ich muss schon sagen, meine Frau hat sich erstaunlich gut gehalten. Wolltest du sie? Was hockst du und willst du jetzt wieder da? Ja, komm, mach's nicht spannend, red doch. Schlechte Nachrichten von deinem Sohn. Rosmarie, geh zum Regierungsrat Ammann. Sag uns du noch etwa 3 Minuten. Ja, aber Leo! Der Kollege Blättler ist mein bester Freund und Mitarbeiter. Und er hat ein Problem. Und seine Probleme sind auch meine Probleme. Und die bleiben unter uns. Die Vertraulichkeit von Arzt zu Arzt ist sakrosankt. Ja, aber was um Himmels Willen soll ich denn dem Ammann noch sagen? Sagen Sie ihm, die kleinen grünen Wändchen sind gelandet. Du solltest doch auf dem Polizeiposten sein. Der Felix. Ja, bitte. Nicht sie! Wer ist das? Er heisst auch Felix. Aber was ist mit unserem Felix? Wir wollen in den Krankenwagen einsteigen, da hat der Polizist ihn geschnappt. Der sollte doch auf dem Posten sein. Er war auf dem Weg, da hat der Felix zusammen mit der Oberschwester auf dem Fenster Sims gesehen kämpfen. Oh, du Fröhliche! Die Polizei meint, der Felix könne wegen versuchtem Totschlag anklagen. Oh, du Selige! Oder sogar wegen Mord. Das ist doch dummes Zeug! Die Hauptsache ist, wenn der Felix endlich einmal aus dieser Klinik verschwunden ist. Ist aber nicht. Der Polizist hat ihn im Patientenbüro eingesperrt, bis er die Schwester Gertrud einvernahm hat. Die Schwester Gertrud? Wartet darauf, bis die auf der Unfallstation ihre Boboli geflickt haben, dann sollte sie eine Aussage machen. Oh, verrückt. Sie hat eine Hirnerschütterung. Da ist wenigstens nicht viel erschüttert. Und einen Arm in der Schlinge. In dem Fall ist sie kaum bereit, den Felix zu entlasten. Und was ist mit mir? Der Felix hat dem Polizist gesagt, dass ich sein lang vermisster Vater bin. Es wird nicht lang gehen, bis die ganze Klinik weiss, dass ich einen unehelichen Sohn in die Welt gesetzt habe. Bist du froh, wenn sie meinen, du könntest überhaupt etwas in die Welt setzen? Wie auch immer, wir müssen dafür sorgen, dass die Oberschwester nicht einvernahmt werden kann. Aber wie? Habe keine Ahnung. Warte auf eine Inspiration. Wo bleibst du auch so lange bald? Wir wollen mit der Probe anfangen. Wie findest du das? Herzig, doch, doch. Ich bin inspiriert. Der Unfall mit der Oberschwester ist jetzt saublöd gekommen, wirklich. Sie hat doch so eine Hauptrolle spielen in meinem Stück, das Grosse. Jetzt muss ich wohl oder übel die Rolle selber übernehmen. Das ist aber nicht meine Frau, oder? Nein! Dr. Leuk. Ja? Jetzt müssen wir nur noch jemanden haben, der gleich spielt. Der ist jetzt gerade so weit. Kollege Vögel. Sie ist Spassvögelin. Würden Sie dem Kollegen Blättler und mir ganz einen grossen Gefallen erweisen? Jetzt habe ich keine Zeit. Wir haben doch Proben, dann sollte ich weiter sammeln für die Weihnachtsfeier. Und zwischendurch könnten Sie noch schnell 500 Franken verdienen. 500 Franken? Also, ein kleines bisschen Zeit hätte ich schon noch. Sie verkleiden sich doch so gern. Oh nein. Ich habe ein gewisses Talent dafür. Sie haben ein grosses Talent. Sie sind fabelhaft. Und ganz besonders in Frauenrollen. Sie glauben es vielleicht nicht, aber mit dem habe ich schon Mangel hineingeleitet. Das klappt nie. Das klappt. Wissen Sie, was Ihre Schwester Tracht bekommen? In der Wäscherei? Grossartig. Meinen Sie, ich sollte nicht als Grosse, sondern als Oberschwester auftreten in dem Stück? Etwa so, ja. Und für das geben Sie mir 500 Franken? Plus 100 für die Weihnachtssammlung. Also in einer Minute in der Wäscherei. Okay? Oh la la, das ist ja richtig aufregend. Der macht das prima. Der Kollege Vögeli hat eine ausgesprochen weibliche Physiognomie. Aber eine ausgesprochen männliche Ausstattung. Halt! Ja, Dr. Leut, hören Sie mal, ihr habt unten auf dem Patientenbüro einen Polizist gewartet. Richten Sie ihn aus, er soll sofort ins Ärztezimmer. Die Oberschwester wartet hier oben auf. So. Leo, bitte, wir haben schon Schwierigkeiten genug. Und jetzt fliegst du auf die Unfallstation an und zeigst, sie sollen Schwester Gertrud so lang wie möglich dort halten. Wenn das meine Mutter noch erleben könnte. Die wäre stolz auf dich. Ich kann es den Vögel instruieren und schicke nachher wieder rüber. Viel Glück, Pelz. Nein, ich mach da nicht mit. Excuse me. Du machst da schon lange mit. Du bist der Vater von dem Post. Ja, und wenn dann der Vögel behauptet, er sei nur so zum Spass da raus und aufs Feiste sind sie gekrasmet, nix einfach mit dem Kopf.
Aber der Vögel ist ja gar nicht das feiste Sims-Kress mit. Er ist doch die Oberschwester, du Dubu. Jetzt mach, was ich gesagt habe. Ich gehe kurz in die Wäscherei. Wenn du uns weiter so zum Schwitzen bringst, müssen wir bald alle in die Wäscherei. Macht Spass, hä? Hallo? Hallo? Dr. Mäckle, ist die Oberschwester Gertrud noch bei euch auf der Unfallstation? Gut, gut, lassen Sie sie an. Ich will, dass sie gründlich untersucht wird, und zwar sorgfältig. Herz, Nieren, Kreislauf, Blut, Urin, Belastungs-EKG, Schwangerschaftstest etc. Entschuldigung, ich habe gemeint, die Oberschwester sei da. Sie ist unterwegs. Sie sollten vielleicht gescheiter zu Ihrem Sohn gehen, Herr Doktor. Macht er wieder Lampen? Seine Mutter gibt sich alle Mühe, aber der Kerl ist in einer so blöden Situation. Glauben Sie mir, das ist alles ein Missverständnis. Nein, nein. Ich warte jetzt das erste Mal ab, was die Oberschwester da dazu zu sagen hat. Mit der Schwester ist alles in Ordnung. Ja, bis auf die Ausstattung natürlich. Der Herr Felix ist einer von unseren Langzeitpatienten. Zunehmende Demenz. Herr Felix, gehen Sie bitte wieder auf Ihr Zimmer. Mir gefällt es aber da besser. Wissen Sie, meine Frau ist ganz überraschend auftaucht. Ja, was? Und jetzt hat sie da kein Bett mehr für Sie. Mama, wir finden schon noch eins, Herr Felix. Sie ist gerade vorhin mit Ihnen rausgegangen. Wer? Ja, eben meine Frau. Die Töchter sind heutzutage so etwas von schwer von Begriff. Ja, haben Sie das schon wieder vergessen, dass Sie vorhin gerade mit meiner Frau da draußen sind? Ihre Frau? Ja, so natürlich, ja. Das war Frau Felix. Ja, ist auch schon ein bisschen gaga. Ist die Dame, die du erwartet, mit dem Mann hier verheiratet? Um die Wahrheit zu sagen, ich habe keine Ahnung von den genauen Zusammenhängen, aber ich vermute es. Aber Sie sind der Vater von dem Burst. Ich wette, ich hätte von dem keine Ahnung. Aber der Mann ist also der Stiefvater. Ich würde ihn jetzt nicht mit dem belasten. Da hat sich der Knusti aber eine attraktive junge Frau ausgesucht. Alle Achtung. Gell, Sie? Sie sind zu beneiden, Mama. Alles auf Krankenschein. Er ist nicht immer ganz da. Das kommt davon, wenn man sich in dem Alter in eine jüngere Frau verliebt. Ich habe gemeint, man wäre die blind davon. Da fällt mir gerade ein, wissen Sie eigentlich, dass ein Cousin von mir da in dieser Klinik auch Arzt ist? Ja, was Sie nicht sagen. Ja, Sie kennen ihn vielleicht, den Dr. Vögeli. Ja, ja, den Dr. Vögeli. Der Dr. Vögeli ist Ihr Cousin? Ja, ja. Er ist der Sohn von einer Tante väterlicherseits. Ein so glatter Typ, sag ich Ihnen. Ein richtiges Kompaniekalb. Bei dem musst du immer damit rechnen, dass er irgendeinen Blödsinn macht. Sie, als Bub hat er sich amigs als Frau verkleidet. Dr. Loi ins Ärztezimmer, Dr. Loi, sofort ins Ärztezimmer, Notfall. Ja. Was ist los? Braucht der Dr. Loi. Für was? Mir ist gerade eingefallen, dass wir eine falsche Behandlung verordnet haben. Eine falsche Behandlung? Ja, für die Oberschwester, jetzt wird es lebensgefährlich. Mayday, Mayday, Mayday! Stehen Sie nicht um. Machen Sie etwas. Was? Ja, nehmen Sie einen grossen Whisky. Nein, nein, ich bin im Dienst. Ich nehme einen kleinen. Nein, nein, wir langen doch einen kleinen. Was? Hoxteufel, was ist denn los da? Wir haben eine falsche Behandlung verordnet. Eine falsche Behandlung? Ich begrüße da ohne die Delegierten. Plötzlich höre ich deine blöde Stimme aus dem Lautsprecher. Mayday, Mayday, Mayday. Ja, eben. Das sind Polizist Vögeli schon gesagt. Gell, Herr Polizist Vögeli? Du sollst dem Polizist einen Drink anbieten. Habe ich Polizist Vögeli schon lange einen Drink angeboten? Dann gib mir doch einen. Wenn Sie schon dabei sind, ich nehme die anderen gerade ein. Ah, dir! Er hat Übung. Was ist jetzt für ein Notfall? Und was ist mit der Oberschwester? Das ist ja der Notfall. Was ist denn los mit dem Balz?
Er hat eine falsche Behandlung verordnet. Genau, eine falsche Behandlung, Sie richtig, Herr Polizist Vögeli! Danke, Herr Polizist Vögeli! Schrei doch nicht so bald! Habe ich schon bald, hat schon ein Polizist Vögeli! Und der Weg ganz allein zurückkommt. Könnte ich vielleicht ein bisschen so da haben? Also ich gehe zurück zu meinem Vortrag. Nein, du bleibst da, du bist jetzt ein Polizist Vögeli, ein bisschen so da. Sie sagen dann einfach, wenn es genug ist, gell, Sie, Herr Polizist Vögeli? Einfach sagen, wenn es genug ist, Herr Polizist Vögeli. Vögeli! Hey! Entschuldigung. Schon gut, schon gut. Excuse me. Ja, schon gut. Leo, wie kannst du den Cousin von unserem Herr Kollege Vögeli so was anschauen? Was, Cousin? Passen Sie doch auf, Sternlichkeit, Mama. Entschuldigen Sie doch. Gib dir gescheiter mehr. Ich darf ja mal. Also, das ist mir jetzt richtig peinlich. Ich bin diese Woche völlig überarbeitet. Er hat schon vor dem Morgen 6 Operationen gehabt. Haben alle überlebt? Guten Witz, haben alle überlebt? Aha! Sie sagen dann einfach, wenn es genug ist, ja, gell, jetzt hier. Nein! Das passt schon. Ich jetzt lange zusammen. So, komm, die Beine. Ich muss mich in aller Form wieder entschuldigen. Lassen Sie ihn um. Ich war früher bei der Seepolizei. Der Kollege Blättler hat eben in letzter Zeit auch sehr viel müssen schaffen. Wann kommt jetzt die Oberschwester? Ja, wo bleibt denn die Frau? Halt, jetzt flog doch mal! Rausse! Sagt sie Moment mal. Ich bin untröstlich. Was machen Sie eigentlich da? Nur den Schock, Mann. Ja, nicht! Warum brüllt eigentlich alles so? Habe ich brüllt? Und wo ist die Tochter Blättler hin? Er ist zum Notfall gerufen worden. Herr Doktor, wenn Ihre Oberschwester nicht bald kommt, dann gehe ich Sie auf der Unfallstation suchen. Sie kommt dann schon. Wann? Das ist jetzt sehr eine gute Frage. Ich glaube, ich gehe mal wieder suchen, was ich auch suchen. Herr Doktor, nein! Alles auf Krankheit. Fast ohne Selbstbehalt. Ja, nicht mehr wundern, was die beiden als nächstes auf Lager haben. Sie sind die Oberschwester. Die Oberschwester, ja. Vögeli, grüezi Schwester. Kommen Sie mir jetzt näher, Polizist. Wir haben gerade einen Wundbrand hier im Spital. Ich hatte heute Morgen noch keine Zeit, um die Hände zu waschen. Sitzen Sie doch dort hinten ab. Sie wissen, es geht um den jungen Burst, wo sie da zum Fenster ausgerissen hat. Ja, so der. Wir haben noch nicht gespasset. Nein, nein, Schwester. Ich war Zeuge von dem Vorfall. Ich habe ganz genau beobachtet, wie Sie miteinander gekämpft haben auf dem Fensterbrett. Wir haben doch nicht gekämpft. Ein bisschen geknickt haben wir uns. Absolut harmlos. Vermutlich haben wir beide ein bisschen zu viel von dem Weihnachtsbunsch zwitschert. Nein, nein, ich verstehe. Sagen Sie mal, sind das Luftballon? Dem sagt man nicht Beherrschen des Fahrzeugs. Wir machen den Elchtest. Herr Polizist, Sie werden doch gegen den jungen Mann kein Verfahren wollen einleiten. Ja, wenn Sie keine Anzeige machen, Schwester. Hört es nein, wie komme ich dazu? Ja, dann möchte ich jetzt aber noch mit dem Pfarrer reden. Welcher Pfarrer? Der Bursch hat ausgesagt, dass während dem Vorfall da ein Pfarrer anwesend war. Ausgeschlossen. Wobei, er hat recht. Der Pfarrer mit dem Gallenstein. Und der Hämorrhoiden. Ja, so der Pfarrer. Ja, ich brauche ihn nicht lange. Also, wenn Sie einen Augenblick wollen, warten. Polizist, der mit mir hat wollen pläudern. Also, Sie müssen entschuldigen.
Jetzt sind wir so verschrocken, wo wir uns beide gegenseitig gesehen haben. Ja, das habe ich bemerkt. Aber kein Mensch hat mir gesagt, dass es da zwei Oberschwestern gibt. Ja, Momol. Ich habe eben nicht gewusst, welche Oberschwester das ihr vernehmt. Also sie ist die Oberschwester aus der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung. Wir sagen dir den Zinken. Und wer sind Sie? Ich bin aus der Chirurgie. Das Messer. Hast du alles zugegeben? Haben Sie alles zugegeben? Ja, wir haben uns ein Küsschen gerne ein bisschen geschmuset. Auf dem Fächer sind Sie? Genau. Aber. Sie sind mit den einen Sie. Vielleicht hat sie so ein Aphrodisikum, ich meine, so ein erotisches Aufputschmittel in dem Weihnachtsbunsch. Ja, das wird gerade nicht zu einer Passe da, zu dieser besoffenen Geige. Ich möchte ihm gern mein Herz ausschütten. Ja, Moment! Zu welchem Herr Pfarrer? Zu unserem Patientenpfarrer. Was für ein Patient? Gallensteine und Hämorrhoiden. Ah, der Pfarrer? Ja, der Herr Polizist wollte nicht gehen, bevor der Herr Pfarrer nicht bestätigt hat, dass das Krangel vor dem Feister ein Gespässli war. Ja, da bin ich aber überzeugt davon, der Herr Pfarrer wird das bestätigen. Ich gehe gerade holen. Nein, besser schicken da hin. Also, der Zinken, excuse meine liebe Kollegin, hat sich sicher über alles aufgeklärt. Ich begreife nur nicht, warum Sie auch einen Arm in die Schlinge tragen. Was meinen Sie, warum acht? Sie haben die Luftballon vergessen. Sie haben mir doch erzählen, wie Sie Ihren Arm verletzt haben. Ja, natürlich. Das war in der zweiten Runde. In der zweiten Runde. Ja, wissen Sie, was Sie da außen beobachtet haben, das mit dem Zinken auf dem Feistersims? Das war die erste Runde. Entschuldigung, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Also, mir ist auch nicht alles klar. Sind Sie still? Oder Sie kommen den Einlauf über. Lieber nicht! Moment! Schwester! Wenn Sie damit sagen, dass Sie beide, ich meine Ihre Kollegin, der Zinken und Sie, zusammen den jungen Mann wollen verführen. Ich konnte ihn aber ganz allein für mich wählen. Grüß Gott. Oh Gott! Darf ich die Herren fragen, ob das Ärztezimmer ist? Herzlich willkommen in der Gemeinde, Herr Pfarrer. Man hat mir gesagt, dass Sie von mir eine Auskunft brauchen. Fragen Sie ungeniert, mein Sohn, meine Schwester, meine Tochter. Der Herr Polizist hat gern gewusst. Der Polizist da kann selber fragen, Schwester. Herr Pfarrer, können Sie bestätigen, dass der junge Bursch bei dem Vorfall auf dem Fensterbrett keine kriminelle Absichten gehabt hat? Wahrhaftig nicht. Also, bitte. Gut, dann wollte ich jetzt aber noch mal die andere Schwester sehen. Und die Zinkentante ist ja immer geduselt. Bitte. Meine brave Tochter tut mir das sicher alles beichten. Ich will jetzt alles ganz genau wissen. Jedes Detail. Einmal, ein einziges Mal, eine kleine, unbedeutende Übertretung und schon macht man abfällige Bemerkungen über eine schutzlose Schwester. Bitte, Schwester, beruhigen Sie sich. Gott, verdeckeln mal. Entschuldigung, aber ich glaube, unter diesen Umständen ist es gescheiter, wenn ich die Befragung abbreche. Viel gescheiter. Ich nehme den Bursch mit auf den Posten. Danke vielmals. Herr Pfarrer, sind Sie so gut und holen Sie mir noch den Dr. Loy. Den Dr. Loy? Ich brauche noch ein paar Auskünfte von ihm. Vielleicht sind Sie so nett und warten unten am Empfang. Ich will den Herrn Dr. Loy ausrufen. Ja, es ist aber dringend. Ich weiß, es ist sehr dringend. Und Ihnen ist es doch recht, wenn sich der Dr. Loy um Ihren Stiefsohn kümmert. Ja, ja. Segne deinen Ausgang. Den Tag vergib ich dir nie. Das hat 70 Mal vergeben, Herr Pfarrer. Kannst du mir das Buch vergessen? Komm zur dritten
Leo, sind wir gut, sie sind überrascht, du mich immer mehr. Hört doch mal auf mit deinem blöden Witz! Meine Karriere steht auf dem Spiel! Excuse, sie hat den Schnauze an der Stirn. So, schaff dich den raus! Leon hat... Jetzt ist die Katastrophe da! Schwester! Oh, Tannenbaum! Schwester! Oh, Tannenbaum! Wie viel ist das? Herr Dr. Nettle! Du willst nicht so. Also, wie sehen Sie denn wieder aus? Nein, auch in mir. Entschuldigung, er ist der Pfarrer Kürzli. Also, Sie und mein Mann benehmen sich aber sehr merkwürdig heute Morgen. Ja, wir kennen uns manchmal selber nicht mehr. Wo ist er denn? Wer? Mein Mann. Ich glaube, der ist da unten. Wo unten? Ein Stock tiefer. Also, das ist wirklich grotesk. Entschuldigung, Sie sind aber keine Luftballon, oder? So, jetzt. Schafft den nicht an, wo er herkommt. Der findet den Weg allein. Gehen Sie zurück auf Ihr Zimmer. Ja, aber ich fühle mich da wohl. Es sage dann meine Frau und ihr könnten das Doppelbett über. Sie machen, was ich gesagt habe. Oder es gibt einen Lauf ohne Zucker. Also gut. Aber die nehme ich mit. Und mache der Schwester auf der Station zehn bei. Verehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich Neurologie, liebe Freunde von nah und fern, in einer Zeit, in der alle Welt auf die explodierenden Kosten der Medizin schaut, in einer Zeit, wo uns allenthalben der Spardruck drückt, wo uns, anders gesagt, das Sparen eindrücklich ans koronare System gelegt wird. Und dann plötzlich, als ich sie gesehen habe, so unschuldig, so rein, so hilflos, da habe ich Kontrolle verloren. Balz. Balz. Dr. Blättler für Dr. Loi. Dr. Blättler für Dr. Loi. Was ist das? Eine Schwesterentracht. Und was macht ihr da? Darf ich es wirklich beichten? Ich bitte drum. Schwester Gertrud. Ich habe immer gemeint, sie seien unerreichbar für mich. Darum habe ich mir die Tracht von ihnen besorgt. Habe sie mit heimgenommen. Als Kuscheltierli. Kuscheltierli? Sie finden das vielleicht blöd. Überhaupt nicht. Nicht? Ich finde es rührend. Hilfe! Jetzt muss ich aber wirklich ins Bett. Ja, suchen Sie sich eins aus. Wir haben über 200 Bett im Haus. Ich muss ein bisschen schlafen. Vielleicht träume ich von Ihnen bald. Dr. Loi, meldet Sie sich, wo Sie ja sind. Was? Ein Pfund Hörnli, ein Kilo Milch, ein Liter Brot. Was? Ja, bitte, Schwester. Wenn Sie wollen, dürfen Sie mich ins Bett bringen und mit mir ein bisschen kuscheln. Jetzt gehen Sie zuerst mal hopp ins Bettchen und ich komme dann an. Ich meine, ich komme dann nachher schauen. Dr. Loi, meldet Sie sich. Bitte, Herr Dr. Loi. Nein!
Gott sei Dank. Du sollst doch nicht im Felix auf dem Polizeiposten sein. Leo, bist du jetzt total übergeschnappt? Ich bin zwitzig in meiner Rede. Plötzlich höre ich deine Stimme da über den Lautsprecher. Vergiss deine Rede. Weil selbst schon einen Quatsch von einem Kilo Hörnchen und einem Liter Milch und das weiss. Da unten ist der Teufel los. Ja, was meinst du denn, wie der Teufel los siehst im Kongresssaal, wo ich wieder eine Perücke auf dem Kopf auftrage? Die totale Katastrophe. Der Regierungsrat Amann hat jetzt meine Rede übernommen. Und meine Mutter das Patientenbüro. Meine Mutter? Ich habe gemeint, sie ist gestorben. Habe ich auch gemeint, ja. Wir haben gerade auf den Polizeiposten fahren, da kommt der Viktor rein. In dem Damenkleid und dem dummen Hut auf dem Kopf. Was macht denn der Vögel da unten im Damenkleid? Der spielt doch das Grosse im Weihnachtstheaterstück. Auf jeden Fall steht er plötzlich in seinem Kostüm als Frau vor seinem Cousin. Hör auf, bitte so gut, hör jetzt auf! Ich will nichts mehr hören! Jetzt ist es zu spät. Der Viktor hat dem Polizist gesagt, er sei meine Mutter. Darauf aber sagt der Polizist zum Felix, dann sei der Viktor ja sein Grosi. Es soll doch endlich einmal aufhören mit dem Quatsch. Das geht doch nicht. Seit der Felix glaubt, der Viktor sei seine Großmutter, weicht er ihm nicht mehr von der Seite. Also ich muss schon sagen. Was wollen Sie jetzt schon wieder da? Dann gefällt es mir besser. Jetzt gehen Sie zurück auf Ihre Abteilung. Dort hat es nur alte Männer. Die gehören Sie auch an. Aber meinem Frauen gefällt es dort sicher nicht. Machen Sie jetzt, was ich gesagt habe. Ja, abgesehen von dem, hat die Schwester auch wieder eine Spritzerei gar keine Freude gehabt. Gehen Sie! Lass mich doch, du musst jetzt mitkommen und alles aufklären. Sie doch ein Blättchen! Meine Frau! Bleiben Sie sitzen! Muss doch fit bleiben für meine Frau. Ja, ist gut. Es langt. Der Polizist hat angedroht, wenn ihr in 2 Minuten nicht zurückseid, weil er euch oder Felix verhaftet. Und was macht der Fien? Meine Mutter? Die trinkt einen Kaffee. Herr Felix, gehen Sie bitte auf die Toilette. Ist schon gesehen. Dann gehen Sie nochmal. Schon wieder! Immer wieder! Geht's meiner Mutter gut? Bestens. Sind Felix ihr Herz und eine Seele? Wunderbar, dann habe ich jetzt zurück zu meinem Vortrag. Aber der Felix und der meine Mutter sollten schon noch wissen, wer der richtige Vater ist. Alle wissen, wer der Vater ist. Der Vater bist du. Und alle finden das grossartig. Und sie auch. Sie auch? Und sie? Ich habe nur gemacht, was ich müssen machen. Das ist wirklich rührend. Echt. Könnt ihr das vielleicht später besprechen? So ein Mist, das schießt mir wirklich an! Nicht schon wieder! Du hast mir, der mich verhaftet und die Oberschwester ist auch hinter mir her. Die Oberschwester? Sie hat doch im Bett auf mich warten. Die Oberschwester? Im Bett? Sie ist plötzlich auftaucht und hat behauptet, ich sei daran schuld, dass sie vom Fensterbrett runtergefallen ist. Und dann ist sie wie eine Furie auf mich losgegangen. Arme Bub! Arme Bub! Dem Saugolf haben wir doch das ganze Chaos zu verdanken. Aber ich sag dir, Papi, das Grosse war mega. Das Grosse? Und die Oberschwester mich wollte dran nehmen. Hat dir dieser Schönheit erzählt? Leckbeck, der Wortschatz, Ehrenwort. Wo ist mein Hals, der schlimme Wenn mein Enkel, der Chef Felix, ein Problem hat mit der Polizei, braucht er doch sein Grosse. Bitte, Fieb. Meine Mutter, du sollst wieder heimgehen. Du weißt doch, wie dein Cousin sich aufführt, wenn du so lange fortbleibst. Meine Mutter lebt eben zusammen mit ihrem Cousin. Gell, Bub? Der Cousin erfährt nichts. Gar nichts. Sonst sag ich ihm, dass der Chef Felix wieder mal ganz böse war. Mutter! Jetzt habe ich auch einen Onkel. Ich habe gar nicht gewusst, dass mein Sohn so etwas wie der Felix stand gebracht hat. Wieso nicht? Ich bin ja so froh, dass es so ein nettes Mädchen wie die Schwester Rita ist. Lass das! Ich will mich ja nicht in eure Familienangelegenheiten einmischen. Aber das ist sicher alles sehr, sehr anstrengend für Sie, oder nicht? Überhaupt nicht! Im Gegenteil, endlich kommt ein bisschen Leben ins Haus. Oh nein! Schwester Gertrud und der Polizist! Die diskutieren da vorne am Lift. Was jetzt? Ich habe keinen Schiss von dem Typ. Aber ich, Bub. Wenn der die Warte fährt, über dich und Schwester Gertrud da außen vom Feld sind, dann kommst du dran wegen Mordversuch. Mordversuch? Mordversuch? Am Kitschten versteckst du dich. Ja, aber wo? Warte jetzt, warte mal. Kommen Sie mit, schnell. Ich hab gesagt, ich muss sie nicht. Dann probieren Sie es noch mal. Jetzt seht ihr aus wie meine Augen. Werden Sie noch nicht frech. Ich bin dem Herr Dr. Blättler seine Mutter. Schreibt mich, bin der Franz Felix. Gehen Sie wieder auf die Toilette und nehmen Sie meine Mami mit. Das fällt dir auch ein, bald. Ich kann doch mit einem wildfremden Mann durchs WC. Du gehst, so sag ich es dem Cousin. Du
Du, noch schnell eine Frage. Ist das eine richtige Mutter oder eine Ballonmutter? Nein, nein, da! Jetzt dieser dubiosen Sache auf die Grundschwester. Ich habe Ihnen schon gesagt, es gibt keine andere Oberschwester hier im Haus. Und wo ist Ihr Sohn? Oh, jetzt ist er gerade wieder ins Patientenbüro gegangen. So, der Bursch hat mir dann noch einiges zu erklären. Herr Doktor, es scheint da nicht ganz klar zu sein, wie viele Oberschwestern Sie in diesem Spital beschäftigen. Eine. Ich möchte jetzt gerne einmal den Zinken und das Messer sehen. Ich wäre Ihnen wirklich gerne. Und der Globipfarrer? Wir haben einen Todesfall. Oh, der Patient ist vorhin verstorben. Entschuldigung. Wer ist das? Wer ist das, Kollege Blattler? Der arm alte Herr Felix. Ein Herr Felix? Sie entschuldigen mich. Sie meinen den alten Mann, der vorher auf dem Stuhl gesessen ist? Ja, genau der. Jetzt haben wir gerade seine arme Frau getröstet. Aber der Herr Felix ist doch vor 5 Minuten noch burli munter rumgesprungen. Eben, das hätte er nicht sollen. Arme Kerli. Bitte, bitte. Es hat seine Frau schwer mitgenommen. Gell, Sie, Kollege Blattler? Kein Wunder. Ihr Mann wird mit Gallenstein eingeliefert, an den Hämorrhoiden operiert und stirbt an einem Herzanfall. Ja, da bin ich! Schon recht, Schwester. Gut. Herr Dr. Blattler, bitte bringen Sie jetzt den Leichnam raus. Und tun Sie doch gerade die Autopsie vorbereiten. Aua! Aua! Aber doch nicht schon wieder in den Hexenschuss bald! Frau Felix begleitet dich sicher über zur Pathologie. Es kann sicher jemand anders Herr Felix auf die Pathologie bringen. Was machst du wieder, Heinz? Du böse Busle, du! Kollege Blattler, würden Sie jetzt bitte den Verstorbenen auf den Korridor rausbringen? Da innen gebe ich jetzt die Anweisungen. Ah! Hallo! 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 Ah! Sie kennen doch meine Mutter. Puzzle. Herr Dr. Blattler, was macht Ihre Mutter da oben auf der Toilette? Ich bitte Sie, was macht die ältere Dame schon auf der Toilette? Entschuldigung. Frau Blattler, Sie können unten am Empfang für den Walz warten. Das ist mir sehr recht. Mir war es nicht so wohl mit dem unappetitlichen Herr auf dem WC. Kann ich absolut verstehen. Es ist uns im Augenblick allen nicht so wohl. Der Herr Felix scheint irgendwie auf Ballon fixiert zu sein. Dort, wo er jetzt ist, braucht er kein Ballon mehr. Dort lernt er selber fliegen. Nein, Frau Blattler, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen, tschüss, Frau Blattler. Wie gehen Sie dann auch um mit dieser alten Dame? Ah! Hallo! Hallo! Holz, du könntest ihm aber wirklich leid tun. Aber bitte, nimm jetzt den verstorbenen Herr Felix mit raus und nimm doch Frau Felix auch gerade mit. Jetzt nimmt's mich doch Kopferdeckel wunder, ob ich da innen nicht aus irgendjemandem etwas Vernünftiges rausbringe. Schwester! Schwester! Ja, da bin ich. Es geht dir morgen sicher wieder besser. Ich brauche sie aber heute. Schwester! Würden Sie mir bitte einen Augenblick zuhören? Natürlich. Danke, Schwester. Also, Schwester. Schwester?
Schwester! Bitte, Herr Polizist! Können Sie bestätigen, dass Sie da zurzeit die einzige Oberschwester in dieser Klinik sind? Sie sehen doch, dass sie im Augenblick nicht in der Verfassung ist für eine Einvernahme. Ach Gott, verbeckeln Sie mal! Schwester! Ich nehme an, Sie werden die Angelegenheit nach der Viertig in Ordnung bringen. So, los, vorwärts, aufstehen! Balz! Balz! Butzeli Balz! Sie balzt wieder. Ich befürchte, aus denen werden Sie heute nichts mehr rausbringen. Ich habe heute aus niemandem etwas rausgebracht. Einmal nichts Vernünftiges. Das nehme ich Ihnen aber übel. Ganz besonders nicht aus Ihnen, meine Herren. Aus uns? Wenn jemand weiss, wie viele Oberschwestern es da gibt, dann doch Sie. Wir haben drei Oberschwestern auf der Klinik. Das Messer. Der Zinken. Und die Spritze. Spritze. Sie hat aber gesagt, es geht nur eine. Fünf Stück mit so einer Spritze. Ich jetzt wieder reinkommen, guten Tag. Ich nehme an, der Herr Felix wandelt nächstens übers Wasser. Halt, stehen bleiben, stehen. Und die Oberschwester, die ist mir auch noch eine Erklärung schuldig. Aber später, jetzt ist sie kollabiert. Kollabier jetzt dann auch. Nötig. Jetzt nehmen wir auch noch die letzte Hürde. Bin ich ein Hürdenläufer? Nein, Walz. Du bist mein Freund in der Not. Für das habe ich Medizin studiert. Da hat die Nothelferkurs auch gelangt. Ich habe den Polizist abgehängt. Sie sollten doch tot sein. Ja, das tut nicht mehr lange, wenn das so weitergeht. Hat die den Löffel auch abgegeben? Nein. Und jetzt hopp, los, ich tue es! Dann ich bin doch schon den ganzen Morgen drin gewesen. Dann geniessen Sie den auch mit der Gauna. So, und die muss fort da. Bevor der Polizist kommt. Vorwärts, komm, los! Balz! Nein, Balz! Balz, mein Freund! Komm, hilf mir doch! Du bist mir ein feiner Freund. Was du mir heute alles zugemutet hast. So, los! Hopp, stellen Sie immer in den Waschraum. Für das hätte es den Sanitätskurs im Zivilschutz getan. Leo, Munkeli, stell dir vor, der Regierungsrat Ammann hat deine Rede vorgelesen. Ja, und? Findet sie sensationell? Ja, um Gottes Willen, was ist mit der Schwester? Nichts Schlimmes, sie ist noch kollabiert. Ja, also das wundert mich gar nicht. Die arme Frau hat neben allem anderen auch noch den Boden putzt. Du Papa! Oh nein! Übrigens musst du nicht... Was, wenn sie jetzt wieder da? In dem Aufzug? Aufzug? Wir brauchen doch keinen Aufzug. Gell, das Gross ist noch ganz gut zu Fuß. Das springt und steigt darauf wie ein Junge. Mami, du solltest schon lange wie heim sein. Oh, das freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Blättler. Ja, das würde ich Ihrem Sohn nie erzählen, dass er sie uns bis jetzt vorenthalten hat. Es langt, wenn du dich freust. Übrigens musst du nicht mehr mitkommen auf die Polizei, Papi. Nicht. Nein, weißt du, Grossi, komm mit. Das Grossi? Der Felix hat nicht genug gelassen, bis ich ihm versprochen habe, dass ich mitkomme. Das kommt überhaupt nicht in Frage! Ich habe gar nicht gewusst, dass ein Pfarrer in einem Spital so viel zu sagen hat. Ein Pfarrer? Er ist Pfarrer? Nein, Flixli, das ist ein Doktor. Ja, ja, ich weiss, Doktor der Theologie. Munkeli! Rosmarie Goldschatz, darf ich mir die Erklärung auf morgen aufsparen? Und Sie kümmern sich vielleicht gescheiter um Ihren lieben kleinen Felix, gell? Komm, Flixli, dein Grossi macht das schon. Es lohnt sich immer, wenn man sich um die Familie kümmert. Oder nicht, Herr Dr. Loy? Wenn Sie dann draußen vom Korridor einen Polizist sehen, pfeifen Sie doch bitte dreimal laut. Was, pfeifen? Jetzt haben wir doch gerade davon geredet, was eigentlich aus diesen guten alten Polizeipfeifen geworden ist. Ja, was? Und wo ist der Herr Felix? Der Double von der Polizist! Wunderbar, jetzt haben wir ja alle beieinander. Ich habe gerade gefragt, wo Ihr Mann ist. Es wird Sie vielleicht interessieren, dass ich Ihren verstorbenen Mann gerade vorhin auf den Spitalgang auf und ab gejagt habe. Oh, ein Wunder! Allerdings, für einen Toten war er kein schnell. Typisch Polizei! Wie kann man so einen alten Mann umeinander hetzen? Hätte ich einen Herzanfall bekommen. Ja, das ist sein Problem. Aber welcher von diesen beiden Herren ist jetzt vielleicht so freundlich und erzählt mir noch den Schluss von dem Märli? Leo! Herr Polizist, meine Frau betrifft das alles nicht. In dem Fall kann sie doch jetzt heimgehen.
Herr Doktor, Ihre Frau kann dann heimgehen, wenn ich auf ein paar Fragen noch ein paar Antworten bekommen habe. Zum Beispiel, warum hat die Oberschwester eine 10 cm lange Spritze in den Hintern bekommen? Warum sind Ihre Kolleginnen, der Zinken und das Messer, spurlos vom Erdboden verschwunden? Warum hat der Dr. Blättler eine Geliebte, die abwechslungsweise Frau Felix oder Frau Kuster heisst? Warum sagt er seiner Mutter Puzzle? Warum hat es Ärzte in dem Haus, die Wunder vollbringen, dass Tote wieder auferstehen? Und warum habe ich langsam das Gefühl, dass ich da innen verarscht werde? Wie war die erste Frage, bitte? Ich will auf alle Fragen eine Antwort haben. Jetzt wieder rausgekommen. Halt! Halt! So, Muckeri, jetzt musst du mich lassen. Rosmarie, Goldschatz, ich will dich jetzt um dein Verständnis bitten. Ja, Leo. Der junge Mann. Der Dr. Leu. Hey, aufmachen, lass uns die Tür! Augenblick! Der Vater von dem jungen Mann. Aufmachen, los! Ja, wir holen dann den Hausdienst! Der Vater von unserem Felix. Ist ein Held! Nein, Felix! Du hast recht, Felix, ich bin ein Held. Und ich werde in Zukunft ein Held sein. Und dir, Leo, danke ich, dass du bereit bist, dem Felix als Götti zu helfen. Ein Götti-Batzen kann man ja immer brauchen. Das ist aber sehr grosszügig von dir, Munkeli. So kenne ich dich gar nicht. Ja, warum denn nicht? Kann ja nicht schaden, wenn ich als Götti von dem Buben auch ein bisschen Verantwortung übernehme. Das gehört mir gerne und jetzt gehen wir zu mir heim. Was ist denn mit dem Polizisten und mit der Anzeige wegen Felix? Ah, da sehe ich einen Ausweg. Unser Dr. Vögeli ist doch der Cousin von dem Polizisten. Ah ja? Ja, da kann doch der Dr. Vögeli bei seinem Cousin ein gutes Wort für uns alle einlegen. Meinst du, es lohnt sich, wenn der Dr. Vögeli das macht? Aber sicher 100%. Aber ganz sicher 200%. Mami, du kennst doch den Dr. Vögeli, gell? Natürlich kenne ich ihn. Gut sogar. Das ist sehr ein tüchtiger Arzt. Leider verdient er viel zu wenig. Ich kann dann mal mit ihm drüber reden. Komm, Flixli, wir gehen. Yeah, Baby! Also dann, bitte nach Ihnen, Frau Blättler. Frau Blättler? Ist das ein Antrag gewesen? Fragen Sie den Pfarrer. Munkeli! Ich glaube, du musst mich über ein paar Sachen aufklären. Ich kaufe dir das Bravo. Hey! Halt! Stopp! Hey! Stopp! 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 Stopp!